بالك هلا يلا يعطيكم يلا. هي diese Partygurken, dann nehmen wir Partygurken. Partygurken passt noch zu uns. Partygurken. Body ist das gesunde Lebensmittel eines Jugendlichen. Ich hab Plastikbecher, Plastikgabeln und alles, was Plastik ist. Digga, ich hab gar nichts. Digga, das hab ich zu Hause vergessen. Früher als kleines Kind hat man das immer gemacht, ja. Aber Julio, du bist immer noch dabei. Ich auch mal was zu tun haben hier, ne? Meine Idee, Digga. Nein. Ey, da hinten sind noch Dosen, oder? Bin ich doof? Ja, Digga, die Frage übrigens nicht, oder? Ich bin doof. Ich würde sagen, einiges sowas jetzt für zwischendurch einfach mal, oder? Weil ich meine, wir haben jetzt auch schon Alkoholzeit. Und da wird sich dann auch erstmal eine Alge geregelt, Digga. Wir können direkt Alkohol mitnehmen, Linus. Was haben wir denn hier so schönes? Oh, Bacardi Raspberry. Bist du reich? Stimmt, bin ich reich? Das ist für die andere Frage. Oh, Wodka Gorbatschow. Gorbatschow. Ja, scharfe Soße mit Alkohol. Nee, gar nicht. Komm, lass mal, komm, wir machen Mexikaner-Shot. Ich bin kein Schaftyp, ich kann das nicht. Ich doch auch nicht. Ich auch. Wir machen Mexikaner-Shot. Lass mal tryen. Digga, damit können wir den Shot nehmen. Mexikaner-Shot. Da bin ich dabei. Das ist übrigens alles auch ins Auto. Das same. Ja, ist ja noch nicht so viel. Ah, hier Ravioli. Ravioli oder Ravioli? Ravioli, Junge. Ravioli. Ja, Junge, schön Bolo. Wie viel brauchen wir davon? Ordentlich. Digga, das ist doch geil, oder? Tomaten, Mozzarella. Ja, komm, mach. Wie spät ist es? Laut dem Gerät ist es... Ist es 234 GB. Ja. Wie hast du noch von dem schon holen? Hau ran nicht. Wie viel kostet das? Ein Liter? Hola, gut so. Ich wollte nur, dass er weggeht. Kaufland deinen Ding einchecken können. Das liegt total noch. Was sagst du jetzt? So, ja, vergessen wir ja. Zum Auto. Nein, wir sind doch drei. Wo sind wir gerade denn? Drei. Zwei? Nee, drei. Drei war es. Wir machen einfach zwei. Wir kamen von drei. Lass einfach fünf probieren. Wir kamen safe von drei. Wir kamen von drei. Wir kamen von drei? Ja, wir kamen von drei. So, wo sind wir gerade? Hoch? E? Ja, dann drei. Dann drei, ja. Dann Taste Hub, das gute Wasser. Das ist gutes Wasser? Das ist sehr gutes Wasser. Einkauf ist erledigt. Jetzt fahren wir los. Ich trag 1000 Tattoos auf der Haut. Ein Astronaut und ein Segelblatt. Alles voll und doch du stehst hier drauf. Damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. Check Daniel. Das ist Daniel. Check Daniel, das ist ein guter Kollege von mir. Und der braut selber. Der hat hier nämlich die Jack Daniel Dosen im Angebot gerade bei Rewe. Getränkemarkt. Würde ich nur empfehlen hier. Jack Daniel Dosen. Jetzt kann es abgehen weiter. Jetzt gut, der Hahn. Ah, so. Der kam wirklich die Polizei? Ja. Wegen euch? Ja, die haben gesagt, wo ist euer Behinderter? Dann haben wir gesagt, der ist gerade wie heute. Der ist gerade einkaufen. War nicht mal ein Bild. Das ist also bei dem Tag, wo ihr drauf seid, steht Eltern und Kinder. Linus, gib Ruhe. Okay. Ich habe eine Kontakte geknüpft, weißt du, ich meine? Das ist auch wichtig. Bisschen dies, das und dann, ja, willst du was? Ich so, nee, Digga. Ja, war halt ziemlich so, weißt du, ich meine? Ja, war krass, also links alle vorbeigelaufen, ich dachte so, okay, die nächste Welle nehme ich mit. Da wurde man auch mitgerissen, weißt, weil Wellen kann man unmöglich ausweichen. Das ist mein Statement dazu. Wir haben jetzt fast eine Stunde gewartet, um kontrolliert zu werden, um am Ende einfach durchzulaufen. Perfekt. Weil bei mir der Hand, dann bist du auch auf dem gedohlenen Level. Es klappt nicht, weil du hast es nicht aufgemacht. Next try. Das fing ja so gut. Jetzt. Zwischenstand, Zelt sind jetzt aufgebaut. Meins ist geflogen wie ein Vogel. Original Berliner Boys, denn wir sind nicht wie du. Keine Zeit zu verlieren. Ich kann die Dienste helfen aus 2004. Es hat sich viel getan, trotzdem bleiben wir hier. Sag, wie soll es anders? Soll es anders sein? Keine Zeit zu verlieren. Picaldi Jeans in Hellblau aus 2004. Ja, es hat sich viel getan, trotzdem bleiben wir hier. Sag, wie soll es anders sein?
gegangen. Digga. Ey, erstmal so ein Frühstücksei, Digga. Da würde ich uns. Digga, die Eier sind komplett gefickt. Linus und ich sind nach 2,5 bis 3 Stunden Schlaf hier aufgewacht, weil Leute einen Wecker über die Box angemacht haben. Und jetzt fängt der Tag schon vercrackt an und dann gucken wir mal, was mal passiert. Ja, das war Frühstücksei. Scheiß Dinger drinne. Das ist ja mein Müsli. Oh, ficken. Hast du ein bisschen Müsli in der Milch? Nee, Digga, ich habe jetzt hier so, ja, so schade, Digga. Wie nennt man Digga, das? Haben wir Salz eigentlich? Nee, ne? Digga, was brauchst du fürs Müsli Salz? Ich mein fürs Ei, Digga, du Wichser. Oh mein Gott. Chillst du gerade in der Mittagshitze? Wissen nicht, was wir machen sollen. Trinken ist auch ein bisschen schlecht, weil warm. Ja. Alle anderen haben halt so ein Zelt, ne? So ein Pavillonzelt, sonst was, wo sie sich schön in den Schatten setzen können. Und uns ist jetzt halt einfach nur warm. Digga, ich schwöre, das ist geisteskrank, Digga. Was die Sonne macht, Digga, mein Kopf rot, Digga, als wäre das ein scheiß Grill oder so. Ja, ich werd grad auf Medium Rare gegrillt, Digga, so bin ich, Digga. Also ohne Wasser geht ja auch gar nicht. Ich bin zusätzlich in Situation, also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, 13 Uhr oder sowas. Und ich habe jetzt schon 3 Bier, 4 Bier, 5 Bier oder sowas, weiß ich auch nicht mehr, Digga. Ich habe ein paar Bier in Toast, Digga. 2 Bierrunden verloren, ich bin salzig, es fuck, Digga. Gleich wird getrichtert. Ich habe jetzt auch schon einen getrichtert. Julia! Klingt vielleicht ein bisschen doof, Digga, aber ich habe es halt so angesippt, Digga, wie ein Getränk. Und jetzt kann man halt so leicht sippen. Und jetzt habe ich auch eine Rabodi erwischt. Hast du erwischt? Den Fisch, Digga, im Teich. Und die wird jetzt eingesaugt, Digga. So fängt an. Gleich. 10 Minuten müssen wir los. So, Barney fängt gleich an. Was ist die Stunde? Wie spät ist es? Ja, Stunde, dann müssen wir los. Gulli, da gehen 2 Scheißen. Ich würde sagen, es sind die nächsten 2 Schlücke vor uns. Ja, wir machen beides. Ey, 3 Schlücke. Schwarz.
schwarz. Schwarz. Das war schlimm. Rot. Nein, dann abkratzen, Digga. Ja! Rüber. Mittag, Sonne, Abend, Sektor. Also kurzer Dichtheit-Zwischenstand, ich würde sagen 7 von 10. Nee, 6 von 10. Da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich bin nicht mehr auf Drogen. Na gut, ich kiff noch. Und hier ist auch Wodka drin in dem Glas. Aber ansonsten nö. Ey, wir haben abgemacht, wenn Weiber auf den Schultern von irgendwelchen Typen sitzen, zeigen die Titten wenigstens. Ansonsten müssen die runtergehen. Das haben wir uns doch versprochen, oder nicht? Hatten wir uns versprochen damals auf dem Rammstein-Konzert. Ich bin mir nur ganz sicher, dass wir uns das versprochen haben. Dann runter von den Schultern, dann nehmt euch nicht so wichtig. Ihr könnt genau, von unten könnt ihr genauso gut sehen wie die anderen. Ansonsten unter der Bühne mehr einlutschen. So ist das nochmal. Ich weiß, hier ist Bayern und so. Aber ich hab's nicht geschafft, mir einen Joint zu bauen vor der Show. Und jetzt bin ich traurig. Warum kifft hier keiner? Erste Reihe, was ist hier los? Habt ihr alles bei UFO schon weggeraucht, ne? Yeah.